Es ist Halbfinale. Wer bringt was mit? Ich habe einmal das, das andere und das da. Ah, ich habe das. Du hast das. Und ja. Was hast du? Das Größte. Perfekt. Okay. So, langsam gilt's ernst. Das ist aber noch lange kein Grund zum Angst zu haben. Ich habe schon ein bisschen gespürt, dass Deli Angst hat. Aber der Enten war ja da. Zur richtigen Stelle, am richtigen Ort. Aber mit falscher Grammatik. Da hätte er sich besser vorbereiten sollen. Das ist ganz wichtig in dieser Sendung. Ich habe etwas Risses vorbereitet. Dort habe ich noch etwas Risses vorbereitet. Und so habe ich eine Birdness Pool Villa vorbereitet. Und das ist für uns. Vorbereitet dann für dich. Ach, ich meine, der Vujo hat damals immerhin noch Sonnenuntergang können organisieren. Aber ein Feuerwerk ist auch ganz okay, Anthony. Ich habe gestern gedacht, hey, ich muss sie überraschen. Und habe ein Feuerwerk für sie vorbereitet. Hat sie aus den Socken gehauen. Oh mein Gott, Anthony, so schön, nicht wow. Dein Ernst. Und ich so, ja, ich habe ein Herz und so. Und dann ist es abgegangen. Ich finde, das hast du gut gemacht mit dem Feuerwerk. Das scheint sicher Eindruck, wenn man schon nicht so gut reden kann. Good one, Vasco. Wobei, der Anthony redet nicht schlecht. Er braucht einfach ein bisschen länger, weil er beim Denken muss buchstabieren. Meinst du, das könnte funktionieren überhaupt? Also. Ja. Ein bisschen schneller geht es, wenn er ablesen kann. Bisher konnte ich mich noch nie verlieben in einer Frau. Aber mit dir könnte ich mir sogar vorstellen, ein ganzes Wolfsrudel zu gründen. Oh, fast schon herzig, nicht? Einfach nicht ins Wallis ziehen. Apropos bedrohte Tier. Colin Groß, was denkst du, wie liegt so einer? Tonnen. Ich will nicht zu nah rangehen, ne? Hast du Angst? Nicht Angst, ich weiß nur nicht, wie die reagieren, wenn es drauf ankommt, ne? Easy, Babak. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Elefanten dich und deinen Rüssel als Gefahr sehen. Elefanten? Oh, mit den Rüsseln. Da hat sie sich schon bestimmt vorgestellt. Wie ist das mit Babak und seinem Rüssel? Ja, was ist er denn da? Ja, ist er da? Ja, da ist er. Ja, nicht, dass er noch platzt. Ah, der platzt nicht. Da hat sogar mein Hund schon drauf rumgekaut. Wo wir beim Babak sind, was denken eigentlich der Vasco und der Anthony über ihn? Ich meine, der Babak ist eher einer so ein bisschen von der Gasse. Und sie braucht einen mit, ja. Klasse. Und ihr habt es voll im Fass. Baba ist von der Gasse, aber sie braucht einen mit Klasse. Ja, Vasco, wir haben ihn geschnallt. Aber ich verstehe irgendwie, dass er sich total freut, wenn einem Mann Rhyme gelungen ist. Das ist ja nicht immer so. Vom Körper bemalen zum Helikopter. Wärst du gefallen, wäre ich ewiges Opfer. Was meinst du mit «du wärst ein Opfer»? Ich meine... Das ist Deli. Und das ist der Vasco. Ja! Toll! Und was ist der Anthony? Morgen bin ich ein Schmetterling auf jeden Fall, wie du. Ich war aber kein Schmetterling danach. Danach war ich ein Tiger, mein Freund. Ein Tiger? Ja, ich hab sie mir im Bett gekriegt. Frag sie mal, wer der Black Panther ist. Vermutlich ist es der heterosexuelle Bruder vom Pink Panther da. Für den ist die Zeit ja leider abgelaufen. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Der Babak ist draussen und er hat den Grund nicht ganz verstanden. Also die Begründung war, dass ich das Ganze geschauspielert habe? Nein, Babak, für das lange dein Schauspieltalent leider nicht ganz. Aber hey, immerhin hat es letzte Woche wieder für RTL 2 gelangt. Du bist definitiv eingestellt. Ach. Gab's da noch Zweifel? Mm. Du hast mir die Unterlagen letzte Woche doch schon gegeben. Ich war letzte Woche schon hin und weg von dir, das stimmt. Tja, jetzt ist er nur noch weg. Und drum zum Schluss jetzt noch etwas für alle Verschwörungstheoretiker. Die, die sagen, das ist alles Beschiss. Das sind gar keine echten Menschen. Das stimmt. Die tauschen Kandidaten noch während der laufenden Sendung aus. Der Babak, den ich beim Aussteigen gesehen habe, der ist nicht der gleiche Babak wie der, der heute vor mir steht. SRF 3. SRF 3. Wenn euch das Video gefallen hat, dann klickt doch die Playlist an, wo es noch weitere Bachelor- und Bachelorette-Videos hat. Oder schaut euch andere lustige Videos an. Lasst auf jeden Fall ein Abo da und verpasst nie mehr irgendwelchen lustigen Inhalt.